Kein neues Promo-Team im Code heißt super Gelegenheit für überteuert verkaufen. Und hier gibt es 12 Spieler, mit denen du loslegen kannst. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin, deinem Kanal für FIFA Trading Tipps. Und in diesem Video gibt es eine überteuert verkaufen Liste mit satten 12 Spielern, die du sofort nachkaufen kannst und mit denen du mittraden kannst. Bonus diese Woche oder dieses Wochenende ist, wir haben ja kein neues Promo-Team. Nehmt das Video Freitagnachmittag auf. Chance jetzt, da kein Code da ist, kann eigentlich nur sein. Alte Team of Week in den Packs. Ansonsten sehr, sehr gut. Stabiler Markt. Wir haben also eine super Gelegenheit. Und ich werde mit jeder Karte ein bisschen mehr erzählen zum Einkaufen, zum Verkaufen, ein paar Bonustipps geben. Also auf jeden Fall die ganze Liste mitnehmen. Und wir fangen jetzt an mit Gabriel Jesus und seiner UCL-Karte. Und bei ihm achte ich auf jeden Fall darauf, dass ich eine Karte kaufe mit einem Hunter. Denn wenn ich ihn direkt mit einem Hunter bekomme für den gleichen Preis wie ein Basis oder einen anderen Chemistry-Style, kann ich die mit dem Hunter auf jeden Fall teurer verkaufen. Und ich möchte auf jeden Fall auch gucken, dass ich ihn als Mittelfeldspieler bekomme, entweder als ZOM, ZM, ZDM, denn diese Positionswechsel kosten natürlich auch viel. Und Gabriel Jesus, der wird nicht in SBCs verwendet, sondern vor allen Dingen für Ziele. Und wenn ich diese Karten dann halt genauso günstig bekomme wie die normalen, dann weiß ich, dass das ein guter Einkauf war und dass ich was damit machen kann. Jeder kann hier mitmachen. Wenn du noch nicht so viele Coins hast, dann kaufst du gar nicht die ganze Liste nach, sondern erstmal ausgewählte Spieler. Und da eignet sich natürlich Patrick van Aanholt. Der ist super beliebt fürs Manager-Meisterschaft, da er nur ein 77er Overall-Rating hat. Und wenn du ihn direkt mit einem Chemistry-Style bekommst, sind da sicherlich auch gerade bei so einem Shadow oder so ein K an Gewinn mit einer Karte drin. Und bei einer 3K-Karte macht das natürlich schon viel aus, wenn du das Ganze öfters machst und so nach und nach deine Coins vermehrst. Alonso Maxime ist natürlich perfekt geeignet für die ganzen Ziele, zum Beispiel im Manager-Meisterstück. Gibt es ja noch einen Fofana oder so, den man sich hier spielen kann aus der Premier League. Ihn suche ich auf jeden Fall mit einem Hunter. Und bei ihm ist dann nochmal ein Bonus, wenn man ihn zum Beispiel als linken Stürmer mit einem Hunter bekommt. Das heißt, man hat wieder Positionswechsel drauf, die Karte ist wieder wertvoller und darauf achte ich dann beim Einkauf. Und dann gucke ich eben, wie gesagt, darauf, dass ich die Karte mit Chemistry Style, mit Positionswechsel genauso teuer bekomme wie, ja, eine ohne alles quasi. Denn dann zahle ich genauso viel beim Einkauf, aber die Chance, dass meiner überteuert sich verkauft, ist natürlich höher, weil Leute, klar, aus Faulheit manchmal die teureren kaufen, aber eben natürlich auch, wenn ein besonderer Chemistry-Style oder Positionswechsel schon drauf ist, den will ich zum Beispiel haben. Also bestes Beispiel hier, so will ich einkaufen, 3,7 steht ASM, ich hätte ja einen für 3,4 bekommen können mit einem Deadeye, mit einem Positionswechsel, das ist dann der perfekte Einkauf, kleines bisschen unter den aktuellen Preisen mit Positionswechsel und Champ-Style. Nächste Karte ist Joe Gomez, auch hier nehme ich die UCL-Version, wenn immer es eine UCL-Version gibt, nehme ich lieber die Champions League-Karte, ist einfach ein bisschen seltener, dadurch ein bisschen besser gerüstet gegen Wertverfall, es gibt immer mal wieder Ziele, die man mit Champions League-Karte erspielen kann und mit einem Shadow kaufe ich auf jeden Fall Gomez ein. Beim Verkaufen, alle Karten aus diesem Video versuche ich bis Montag zu verkaufen, denn dann kommen die Squad Battle Rewards, die Preise können wieder ein bisschen sinken. Also heute einkaufen, heute und morgen verkaufen und am Montag dann wieder neu einkaufen und bis zum Ende der nächsten Woche diese Liste nutzen. Gareth Bale ist auch auf der Liste. Woran erkennst du jetzt, dass eine Karte gut geeignet ist? Bale ist zum Beispiel deutlich teurer als andere 83er, auch als andere 83er aus der Premier League. Das bedeutet, er wird wohl nicht in SBCs genutzt, sondern vor allen Dingen dann gespielt. Nicht, weil die Karte überragend ist, aber weil er einfach irgendwo ein beliebter Typ ist, gerade in England. Und deswegen Bale am besten direkt mit einem Hunter und was natürlich auch gut ist, einen Positionswechsel auf den rechten Stürmer zum Beispiel direkt mit drauf zu haben. Ousmane Dembélé, er ist ja ein linker Flügelspieler und deswegen will ich ihn auf jeden Fall einkaufen als linken Mittelfeldspieler oder als linken Stürmer. Und bei ihm, auch wenn andere Chemistry-Styles wie ein Deadeye sicherlich besser sind bei ihm, der Hunter ist halt der teuerste Chemistry-Style und deswegen versuche ich Dembélé direkt genauso günstig wie ohne alles mit einem Hunter zu bekommen. Wissam Ben Yedder, auch hier ist der Hunter der Chemistry-Style, den wir nehmen für unsere UV-Liste. Und wonach wir auf jeden Fall gucken, ist nach Positionswechseln. Also als Mittelfeldspieler direkt suchen, damit du ihn als ZOM, ZM oder ZDM bekommst. Das heißt, wie wir gerade schon gemacht haben, ich nehme erstmal Gold selten. Und dann gehe ich einfach auf Mittelfeldspieler, dann werden ja alle diese Positionen angezeigt. Und dann kann ich natürlich noch gucken, dass ich die
Falsche Taste gedrückt. Da ich die genauso günstig bekomme wie ohne und natürlich wollen wir hier den Hunter nicht vergessen, denn das ist ja die Kombination, die wir suchen. Mittelfeldspieler und Hunter. Wir sehen hier so 12k, das heißt, wenn wir einen für 11 oder so bekommen, dann ist das schon mal 1k weniger, das wir ausgegeben haben und dementsprechend ist die Gewinnchance höher. Plus, wenn wir ihn dann verkaufen, sind die Verkäufe schneller da. Kyle Walker, einfach die beste Innenverteidigerkarte im Game, meiner Meinung nach. Ist auch seine Rechtsverteidigerkarte, wenn man die einfach auf die Innenverteidigerposition schiebt. Mit Anker auch sehr, sehr gut spielbar. Ich würde trotzdem hier für die IV-Liste auf jeden Fall einen mit Shadow kaufen. Und dann beim Verkaufen habe ich gerade schon kurz angesprochen. Dadurch, dass ich jetzt erstmal bis Montag und dann nächste Woche wieder bis Donnerstag verkaufen will und generell jedem Risiko gerne entgehe, ziele ich eher auf schnelle Verkäufe, zum Beispiel mit Walker, mit einer Karte, die so 30k kostet, versuche ich dann vielleicht so 2, maximal 3k zu machen und dafür lieber schnelle Verkäufe zu haben und den Gewinn nicht nur beim überteuerten Verkaufen reinholen, sondern vor allen Dingen auch beim Einkaufen, indem ich da geduldig bin und mir wirklich ein bisschen Mühe gebe, um gute Deals zu finden. Timo Werner, auch er hat eine UCL-Karte und hier natürlich auch wieder mit einem Hunter. Und dann als Mittelfeldspieler ist das nochmal ein super Bonus. Mittelstürmer ZOM oder ZM. Ich finde auf jeden Fall ZM eigentlich sogar am allerbesten, weil natürlich in ZM hast du mehr Möglichkeiten. Das heißt, ein Spieler, der ihn als ZOM spielen will in der Startformation, als ZM oder ZDM, kann ihn dann auf 10 oder 9 Chemie nutzen. Und deswegen finde ich ZM am allerbesten. Zwei Karten für alle mit ein bisschen mehr Budget, die ihr noch auf die Liste packen könnt, ist einmal Marcus Rashford, seine Champions League Karte. Manchester United ist ja jetzt in der Euroleague weitergekommen, auch bei ihm auf Positionswechsel und Chemistry Styles achten. Und die andere Karte ist dann Anthony Martial, auch er Champions League Version und auch bei ihm gucken, dass du ihn direkt als ZOM, als ZM, ZDM bekommst und auf jeden Fall mit einem Hunter. Meiner Meinung nach machen alle anderen Chemistry Styles für eine UV-Liste oder auch für ein Flipping hier überhaupt keinen Sinn. Bonustipp in diesem Video. Wie immer gibt es ja nochmal einen Bonustipp on top. Und hier schaue ich auf diese ganzen 84er aus dem aktuellen Team of the Week. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die heute am Samstag einkaufen würde. Oder vielleicht dann erst, wenn es heute Abend keine Lightning Rounds gibt, durch irgendwas Überraschendes von EA, würde ich am Montag schauen, dass ich José Fonte mit dem Squad Battle Reward snipe. Denn für Icon SBCs, die dann noch nach und nach kommen, ist er natürlich eine perfekte Karte. 84er Rating ist okay, Innenverteidiger ist perfekt und viele Links in die Liga und zu anderen Portugiesen. Ich verlinke dir hier nochmal meine ultra-offensive 5-3-2-Formation, die du in der Weekend League für mehr Siege und mehr Tore nutzen kannst. Abonniere den Kanal, Benachrichtigung an. Sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.